Kannst du einfach nach den Rassen gehen. Wir sind ja jetzt hier bei den Sylvari. Strikt nach den Rassen willst du gehen? Ja, kannst du machen. Ja, was wäre dann die nächste? Weiß nicht, sehen wir in Dingsbums. In. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, in Liechtenstein. Das Problem ist, ich möchte eigentlich lieber diesen letzten verdammten Punkt da oben holen. Die Frage ist, ist er immer noch umkämpft? Oder beziehungsweise ist dieser blöde Gegner noch dort? Der ist immer da. Das ist das Problem. Den schaffen wir noch nicht. Der ist 15. Wir können ihn noch holen. Keine Angst, wir kommen wieder her. Ja, aber ich mache das eigentlich immer so, dass ich erst ein Gebiet komplett erkunde und dann weitergehe. Wirklich auf den letzten Punkt. Bin auch ziemlich ja, dann kannst du jetzt gerne hier bleiben noch für 2 Level. Dann mache ich meine Level woanders. Ja, ich komme hier schon. Ach, überredet. Yay. Ihr dürft euch an dieser Stelle wieder Kreuzchen vorstellen bei mir, die ich anzeige. Ja. Einer muss ja hinterherkommen und dich immer wieder heilen, wenn du umfällst. Auch ich gehe davon aus, wir fangen mit den Level 1er und 2er Quests an wieder. Guck mal, wo. Sharina ist schon wieder umgefallen. Ich würde mich so beömmeln, wenn es jetzt passieren würde. Boah. Du bist so fies zu mir. Und das kurz vor Weihnachten. So, das könnte vielleicht bei mir dann, wenn eine Aufnahme einen kleinen Break gegeben haben. Gute Frage. Welche Folge wäre denn die Weihnachtsfolge? Hätte man vielleicht darauf achten müssen, ne? Ich glaube, Heiligabend kommt bei mir 7 Days. Das heißt, wir wären auf jeden Fall am ersten Weihnachtstag hier mit Guild Wars 2 dran. Verdammt. Hätte gucken sollen. Mist. Du bist schuld. Ach ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ja, du stresst mich. Wie lange geht die Aufnahme denn schon? 47, 55, 440. 47. Also 48 Minuten jetzt. Dann sind wir also in der 4. Folge. Und warte, von der anderen habe ich jetzt noch 2 übrig. Folge 29, 30, 31. Ich habe leider den passenden Terminkalender hier nicht, sonst könnte ich es genau sagen. Warte, ich guck mal kurz auf meinen Kalender. Rauskommt morgen. Wann ist morgen? Ja. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Was ist verfehlt? 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33 ist vor Weihnachten und 34 ist nach Weihnachten. Wir haben aufgenommen bis. Ohne meinen Terminkalender sage ich nichts. Was habe ich gerade gesagt, ist vor Weihnachten? 31, glaube ich, ne? Okay, dann war die erste Folge nach Weihnachten, müsste dann unsere Begrüßungsfolge hiervon sein. Aha, okay. Zumindest so laut meiner Kopfrechnerei jetzt. Lalalala, so, lade. Ruck, ruck, so, jetzt dürfte er wieder in der neuen Aufnahme sein. Ja, wenn sie sich verrechnet hat, dann flamet sie bitte in den Kommentaren. Meine Kommentare sind immer leer, von daher, ihr dürft gerne flamen. Ja, viel Kommentare ist nicht mehr los, seit Google Plus an der Macht ist, ne? Ja. Wo kommen wir hin? Asura. Asura. Nee. Andere Richtung rum. Okay, ciao. Da war ich zum Glück auch noch nie, also dementsprechend. Juhu! Schwarze Zitadelle on coming! Wollen wir die Stadt erst erkunden? Na, ich weiß nicht. Haben wir bei der anderen Stadt jetzt auch nicht gemacht. Okay, aber dann holen wir wenigstens den wichtigsten Punkt. Jetzt, wenn wir da sind, sieht gerade. So aus wie ein Kampfstern, der kurz davor steht, ins Weltall geschickt zu werden. Wieso habe ich kein Ladebild? Dann müsste eigentlich ein Bild angezeigt werden. Ich habe gerade nur einen schwarzen Bildschirm, wo schwarze Zitadelle draufsteht.
Framerate, da bist du wieder. Gut. So halbwegs wenigstens. Jetzt sag nicht, ich bin jetzt rausgeflogen. Ich sehe dich, du bestehst hier. Ja, ich hab noch Ladebildschirm. Beziehungsweise lade, lade, Black lade. Screen. Lade, lade, lade. Hallo. Ach doch, hier war ich schon mal. Ich erinnere mich düster und dunkel. Ist das hier nicht da, wo wir dann nochmal zusammengespielt haben, wo du mich an der Seite meines Nurns begleitet hast, wo ich hier rumgerannt bin? Ja, ich hab dich hier durch die Stadt geführt. Ich werde schneller. Ich kann mich dunkel erinnern. Ah, da, Ladescreen. So sieht die schwarze Zitadelle aus. So, okay. Hey. So, wir kommen an. Lauter Miezekatze. Ich denke, sonst haust du die Katzen immer. Hier tust du gar nichts, ne? Da läufst du bestimmt. Ja, leider. Durch. Ich kann sie hier nicht hauen. Ja, genau. Die Gruppe, die gerade auf uns zukommt, ich kann sie nicht hauen. Ich glaube, das wäre jetzt interessant geworden. So, und der wichtigste Punkt für uns ist immer noch hier unten. Weil hier kann man reparieren, hier kann man Dingsbums, wie heißt das Teil? Ja. Schwarzlöwenhandelsgesellschaft. Handelsgilde, hm. So, und hier haben wir auch noch die ganzen anderen Sachen hier mit also, eure Hörner sehen doof aus. Ich verpasse euch gleich noch eins. So, klong. Genau. Wahrscheinlich geben dann so einen Blick nach unten. Soll ich mich hinlegen dafür? Ja. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja, genau. Berufe war das. Kann man hier auch machen. Deswegen ist das eigentlich der wichtigste Punkt in der ganzen Stadt. Die anderen holt man eigentlich nur für den Erfolg. Ja, für den Erfolg. Wie viel Gold hast du gerade? Gott, hier Gold, Moment. Gold gar nichts. 35, Silber 62, Bronze. Ja, Kupfer. Okay. Das ist aber mager. Ja. Wieso? Sag jetzt nicht, zurzeit ist der Kurs für Eintauschen wieder gut. Weiß ich nicht. Ich, bin eigentlich jetzt nur für die Aufnahme immer mit dir online. Bin derzeit in Minecraft wieder aktiver. Ja. Yep, yep. Ja, ich habe da wieder einen kreativen Schub, deswegen ist das derzeit im Vordergrund. Da ich jetzt mir mal überlegt habe, eine kleine Adventure-Map zu machen und na, schön ist das die erste, die ich damals angefangen habe. Na gut, das ist ja eher Parcours. Bis heute noch nicht fertig ist. Es ist natürlich sehr gut, dass ich eine neue angefangen habe. Ah ja. Ja, ist doch normal, ist das. Da bin ich nicht durch. Das Tor sieht komisch aus. Ja, aber davon, da kommst du zu den Ebenen von Aschfurt. Ach, nee. Ich erinnere mich. Ich will aber nicht. Etwas, was mir hinterher so aufgefallen ist, dass es für Richariot richtig passend ist, dass er einen Char gewählt hat für seinen Hauptcharakter. Mhm. Die ballern ja auch nur quer durch die Gegend. Mesmer-Trainer wollte ich. Ich wollte mir nämlich das Buch schon mal holen. Ich grüße euch. Kaufen. Rüstung verbessert. Ja, ein Gold ausgegeben. Ja, ich habe das gerade eben abgeholt, das Gold ja. von der Schwarze. Na gut, das Ding brauche ich erst bei Level 40, ne? Also. Okay. Warte mal, ist das, oder? Ja, Level 40. Du hattest Stufe 11 haben wir ja schon. Hallo, Kuckuck. Zeig mir auch mal Karte, was es hier so gibt. Der schwarzen Zitadelle, auf Land, das wir von den Menschen zurückerobert haben. Von dort aus planen wir unsere weiteren Vorstöße Richtung Osten und Norden. Mann, die Stimme ist so einschläfernd. Der Flammenlegion treffen und mit einer askalonischen Geisterplage. Naja, vor allen Dingen ist sie verdammt leise. Die Legion brauchen alle verfügbaren Kräfte. Ja. Aber du bist heute auch irgendwie leise, von daher. Okay. Auf euren Abenteuern werdet ihr. Ich bin leise. Komisch. Ich bin sicher, ihr werdet viele anspruchsvolle Herausforderungen finden und eure. Ich habe ja jetzt gestern mal bei einer Aufnahme allein mit dem Biest mal zum ersten Mal versucht, mich selbst zu monitoren. Zwar etwas spartanisch,
Interessant ist eigentlich, dass ich deutlich leiser gesprochen habe, weil als ich mich selbst gehört habe. Aber dafür war es kontinuierlicher und vor allem die Stimmlage war auch ganz anders. Ja. Muss zugeben, ich würde mich ja dann doch ganz gerne auf vielleicht irgendwann mal dauerhaften monitoren, aber es ist ja halt nur schwer ohne Verzögerung möglich. Wenn man beide einen Sound auf ein Gerät ausgeben will. Weil spartanisch, ich habe so gemacht, ich habe In-Ear-Kopfhörer ins Mischpult reingesteckt, um mich da zu monitoren und die großen oben rüber. Und das kneift nach ein paar, also nach einer halben Stunde schon derbe auf den Ohren. Wie kommst du auf solche komischen Ideen? Weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Komische Ideen. Ja, ich weiß, ich bräuchte einen kleinen Mixer dafür, der die beiden Stereo-Signale zusammenhaut. Und das möglichst ohne Verzögerung. Oder zumindest für Menschen nicht hörbare Verzögerung. Oh, ich finde das immer so... Wen hast du denn jetzt angegriffen? Nix. Ist schon tot. Das arme kleine Viecher hier, ha? Nein. Nein, du doch nicht. Ich finde das immer so ätzend, wenn du mit jemandem telefonierst, habe ich ja auf Arbeit immer. Hm. Und dann hat der Freisprecheinrichtung drin oder so, ne? Ja. Meine Fresse, 2 Sekunden Verzögerung ist echt kompliziert, um sich dann noch mitzuhören. Ja, ich habe es ja damals schon mal versucht, das Selbstmonitoren zu machen. Man kann ja den Kopf, also das Mikro über Windows Sound abhören. was kann ich denn jetzt machen damit? Ich kann dich hauen. Jo. Ja, und ich bam. Dich, bam. Hier, erst an Arschersohlen. Nee, warte. So, ja, aufheben. Oh. Sehr. Mach Bodeneffekt. Bing, und voll auf den Kopf. So. Wo, was machen wir denn mal? Wo gehen wir denn mal? Ja, hier können wir doch als erstes hin. Da oben, den Punkt. Ja, hier. Versucht es nicht schon ganz zu hitten. Was denn? Ich mach hier das Herzchen. Ah, ich hab den schon jetzt gekriegt gerade. Was sollen wir denn hier machen? Du musst hier so nicht explodierte Mörser aufheben und einfach zum Explodieren bringen. Aha, Scharina. Ja. Verdammt. Nee. Schön, dass du bei dir bist. Oh Gott. Ja, es ist ja das größte Problem, ist ja wirklich, wenn du Verzögerung hast und dich selbst dann reden hörst, da fängst du an, also ich zumindest, fange dann tierisch an zu nuscheln und krieg kaum noch ein Wort vernünftig raus, weil es einen so aus dem Konzept bringt. Ja. Deswegen aber die Frage ist, wie möchte man das möglichst gut machen mit der Verzögerung, beziehungsweise, dass es keine große Verzögerung ist. Ja, oh, wer weiß. Ja, es ist analoger Bereich, sprich theoretisch bräuchtest du ja nur etwas, was die beiden Signale zusammenfasst und wieder ausgibt. Ja, das Problem ist, dass du ab einer Verzögerung, was war das, von 10 Nanosekunden oder Millisekunden 20, hörst du die Verzögerung, ja. Ja, so ab 20 Millisekunden hörst du es auf jeden Fall. Ja, das ist ätzend, das will ich nicht. Ja, das ist der Punkt. Ich möchte, wenn sie nicht zu groß wäre, die Verzögerung, schade, zu weit weg. Gut, dass wir keine gleichen Ideen haben, ne? Nein, ich wollte eigentlich da hinten den wegwerfen. Treffer bleibt war zu weit weg. So, ist hier noch irgendwas? Ist hier noch was? Ja, ich habe noch einen Mörser gefunden. Was haben wir denn hier? Verlegte Werkzeuge. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Die können sich ihre Werkzeuge selber suchen. Wirklich unterschiedliche Tötungen. Hey, ich habe meine auch zusammen. Endlich! Ja, mir hat so ein Wurm noch gefehlt. Aber wir haben noch kein Event mitgemacht, ne? Nö, nicht wirklich. Guck mal, ja, ich möchte mal mit meiner Fackel eins drüber braten. Okay, die gehen hier gut. Ja, ein paar Sprösslinge. Also ich sag mal so, das Selbstmonitoren hat auf jeden Fall Vorteile. Vor allem, man kriegt auch mit, wenn man übersteuert. Okay, dass ich dann hinterher so leise war, ich musste mich, glaube ich, 4 oder 5 dB lauter drehen, damit ich überhaupt im Video dann hörbar war beim Rendern. Aber das ist dann doch die Ungewohntheit und weil der Erstversuch. Ihr dort, kommt mal hier rüber. Ah ja. Mal sehen, was ihr unter diesem Grenzen. Ja, super. Typisch. Ich krieg wieder einen auf die Mütze, dank Sharina. Hey, das ist unsere Fertigkeitsherausforderung. Ja, wenn ich das jetzt gemacht hätte, hätte es wieder geschrien, ne? Ja, klar.
Erwartest du irgendwas anderes? Hm?